Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zurück zu Minecraft Sommerland hier bei den Alchemisten in der Schattenbibliothek. Und natürlich erstmal frohe Weihnachten von mir an alle. Heute ist ja Heiligabend, ich nehme die Folge zwar einen Tag vorher auf, aber das macht ja nichts, da kann ich euch ja trotzdem frohe Weihnachten wünschen. Und ich wollte mich auf jeden Fall auch nochmal herzlich bedanken für die ganzen Kommentare unter der letzten Folge. Wir hatten ja hier so ein bisschen, also ich hatte ein bisschen überlegt, wie machen wir das hier mit der Bibliothek, wie machen wir das mit den Schatten. Und da kamen echt schon viele coole Vorschläge und ein paar davon setze ich heute auch direkt mal um. Und ihr könnt natürlich gerne einfach weiterschreiben, was ihr sonst noch so hier reinmachen würdet. Wir wollen eben eine mehrstöckige Bibliothek bauen für alle, die jetzt erst hier reinkommen, in der sozusagen die ganzen Schriften und Dokumente, die eigentlich verboten sind im Sommerland, aufbewahrt werden und natürlich dann auch streng bewacht werden. Das müssen wir später auch noch bauen, haben manche schon zurecht geschrieben. Und wir bauen jetzt erstmal hier die Bibliothekstruktur weiter und ich fange einfach mal hier hinten an, den nächsten Block reinzusetzen. Wobei ich da auch schon direkt was ausprobieren wollte und zwar machen wir das mal so, dass wir hier so da noch ein bisschen Platz lassen. Es war nämlich auch ein Vorschlag, dass man vom Boden mehr sieht, dass wir quasi so Blöcke von der Bibliothek nur bauen und das dann immer einen roten Weg und dann aber immer noch sozusagen um den Block drumherum auch das Schachmuster da lassen, dass man davon eben auch was sieht. Was ja durchaus sinnvoll ist, wenn wir das schon extra hier auf dem Boden gebaut haben. Und jetzt bauen wir die mal hoch hier, diese Blöcke. Und schauen mal, was daraus wird. Ja, ich hoffe, ihr habt schöne Weihnachten, wie gesagt schon. Ich bin jetzt heute, wo ihr die Folge seht, wahrscheinlich auch schon bei meiner Family und meinen Geschwistern. Heiligabend macht man ja, weiß ich gar nicht, was ihr so macht, ob ihr in die Kirche geht oder einfach mit Family irgendwie zu Hause esst. Aber es sind ja immer eigentlich ziemlich gemütliche, besinnliche Tage, die man dann auch genießen muss, um das Jahr einfach ausklingen zu lassen. Und ja, bei uns war es auf jeden Fall ein ziemlich heftiges Jahr, das kann man sagen. Habt ihr ja auch viel von mitbekommen. War auf jeden Fall ein sehr besonderes Jahr mit den Alchis auch. Wir waren ja in Amerika und dann die Gamescom und jetzt Community-Treffen auch gehabt und so Sachen. Also es ist echt ein sehr fantastisches Jahr gewesen. Auch vielen, vielen Dank nochmal an euch alle dafür. Kann man ja an dieser Stelle nicht oft genug sagen. So, jetzt hätten wir nämlich so die Blöcke. Das finde ich tatsächlich eine sehr coole Idee. Ich weiß leider gerade nicht, von wem es war, aber ich gucke dann nachher nochmal nach. Denn so sieht es natürlich geordneter aus. Vielleicht müssen wir den Rest auch noch ein bisschen umstrukturieren. Wir können ja auch, kann man ja so zum Beispiel einfach den wieder wegmachen. Dann haben wir halt quasi nur einen roten Teppich immer so. Warte mal so. Müsste ich nur die vorderste Reihe auch nochmal wegmachen. Das, was wir jetzt hier an Büchern wegmachen, bauen wir dann oben einfach irgendwo wieder drauf. Ja, warum eigentlich nicht, ne? Und dann könnte man hier in die Ecke nämlich auch nochmal so einsetzen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir es in der ganzen Bibliothek nochmal umstrukturieren oder ob eben jetzt nur hier hinten dieser Bereich so ist, aber dann sieht man wenigstens hier hinten den Boden. Das ist ein sehr sinnvoller Einwand gewesen. So, und hier wird es dann eben weiter hochgehen. Hoch. Tja, ich würde mal gerne wissen, wie viele Bücher in einen so einen Block passen. Also eurer Fantasie nach. Dann können wir mal ausrechnen, für wie viele Bücher wir hier insgesamt Platz drin haben in dieser Bibliothek. Ist schon ein bisschen was zusammen, kommt ein bisschen was zusammen auf jeden Fall. So, hier oben brauchen wir auf jeden Fall Licht. Hin. Hier immer so Dreierblocks in die Mitte machen einfach. Ja genau, und das, was ich auch letzte Folge schon angekündigt hatte, wo auch ein paar von euch geschrieben haben, die finden die Idee ganz cool, dass wir quasi irgendwie versuchen, hier eine Glyphe hinzubauen, die hier als Schatten auf dem Boden ist. Da hatte nur auch Tommy gesagt, er würde gerne mitprobieren, deswegen machen wir das dann, wenn der mit dabei ist. Aber das wird bestimmt auch nochmal spannend, ob wir das hinkriegen hier so, wie ich mir das gerade vorstelle zumindest. So, und jetzt würde ich, ach ja, ich hatte hier hinten schon ein bisschen angefangen. Falls ihr euch erinnert, ich hatte diese Übergänge hier auch aus Büchern gebaut und das eben schon weggemacht, weil das natürlich doch mit nur Glas viel cooler ist, wenn man hier oben auf dem Glas dann einfach läuft. Sozusagen ja unsere zweite Ebene. Die könnten wir jetzt auch einfach hier noch hin fortsetzen. Und da dann noch komplett vor kann.
Gleiche machen wir hier drüben natürlich auch. Überbauen und dann hier eben alles mit Glas ausfüllen, dass man dann in der zweiten Ebene laufen kann. Wir bauen natürlich, wie ihr seht, jetzt ein paar Regale zu mit dem Glasding, aber das lässt sich jetzt nicht vermeiden. Da könnten wir natürlich storymäßig überlegen, ob das dann eben die sind, die ganz besonders verboten sind. Da ist extra noch ein Glasding vorgezogen worden, dass da auf gar keinen Fall irgendwer rankommt. Mach's mal lieber zwei breit hier, diese Glasstege, sonst kommt man nicht richtig gut rüber. So, sehr schön. Dann wollte ich ja hier hinten in der Ecke noch was ausprobieren. Das mache ich jetzt mal direkt. Und zwar, da machen wir hier wieder ein bisschen was weg. Es war nämlich auch eine Idee, die ich gelesen hatte, dass wir die so mehrstöckig halt bauen, aber nicht so, wie ich es bisher gemacht habe, sondern ich probiere das jetzt mal gerade, dass man... aber bis ganz vor. Das in der Mitte, wie gesagt, wird jetzt zugebaut, aber das ist nicht so wichtig und das Licht hinten auch nicht. Das ersetzen wir gleich. Ich baue jetzt hier erstmal so eine kleine Plattform quasi. So. Sieht. Dann könnten wir hier nämlich wieder mit dem Steg rüber. Hier erstmal wieder vor. Vielleicht geht es auch total schief, was ich gerade ausprobiere, aber ich probiere es jetzt einfach mal aus. Hier ein bisschen doof mit dem Server, ist egal, machen wir ruhig so. Kann ja auch über den Weg gehen. Mit E hier vorne noch Glas machen und dann U. So, jetzt haben wir hier nämlich eine richtig gute Plattform und dann können wir hier drauf wieder diese Sechserblöcke bauen. Die leider nochmal kurz wegmachen. Ich mache euch hier nochmal irgendwo Licht, dass ihr das auch jetzt gut sehen könnt. Das ist sonst immer sehr dunkel. So. Können wir hier in die Mitte eigentlich noch einbauen, ne? Ist halt hier oben ein bisschen enger, aber das macht ja gar nichts. Bauen wir hier jeweils ein Licht so rein. Finde ich eigentlich ganz cool. Und dann könnte man jetzt theoretisch hier wieder Glas drauf bauen und dann, wenn wir hier ein bisschen was von der Wand wegmachen, da auch noch ein Stockwerk reinziehen. Und hier oben drüber sowieso noch eins. Lang. So. Hier haben wir auch noch ein bisschen Platz. Ja, ich baue erstmal hier hinten jetzt weiter. Oh, kurzer Absturz, muss ich nochmal eben rein. Da gab es einen ganz kurzen Hänger. So, da sind wir schon wieder. Hier baue ich auch mal direkt noch das Glasding hin. So, die Treppen nach oben wollte ich gerade sagen, die fehlen natürlich noch, die baue ich dann am Schluss oder die Leitern, dass wir hier erstmal überhaupt auf die Ebene kommen und von dieser Ebene eben jetzt, wie hoch wollen wir es denn machen? Hier so auf der Ebene, wie die jetzt sind, ne? Und man, oder einfach da drüber ist vielleicht ganz gut. Wenn wir nochmal so einen Steg komplett hier rüberziehen. So. Dann komplett durch. Und dann kann man hier nämlich noch an die ran. Auch noch rüber dann. Auch. So, dann kriegt das Ganze eine neue Ebene. Dann, mal hier könnten wir natürlich einen Steg weiter hoch. Quasi so vor. Und jetzt habe ich eine von den Wasserstellen weggemacht. Ne? Das ist eigentlich schlecht, aber da überlegen wir uns gleich noch was.
wird auf jeden Fall ein ziemliches Bücherlabyrinth, wie ihr schon merkt. Aber das soll es ja auch sein. Brauchen dann vielleicht sowas wie einen, einen Aufsichtsalchemisten oder so, wie man es auch nennen will, der hier quasi sich auskennt und den Leuten auch sagen kann, wenn man sucht, wenn man bestimmte Bücher sucht, in welchem Bereich man die am besten sucht. Es wird ja schon irgendeine Art der Ordnung haben hier oben. Dann bauen wir hier einfach mal parallel zu dem den Weg weiter. Jetzt ist man nämlich hier auch direkt unter unserem Meeresausblick sozusagen. Weil das eigentlich muss ich den einen tiefer machen, sonst kommt man hier gar nicht vorbei. Naja, das war ein bisschen doof. Den ändern wir gerade nochmal. Ist ja auch nicht zwangsläufig in der gleichen Ebene sein wie drüben die anderen Stege. Kann ja einen runter. Einfach mal so. Hier wieder vor. Zu, so. Besser, dann können wir hier überhaupt langlaufen. Das macht ja sonst wenig Sinn. Ich weiß jetzt nicht, ob ich baue hier einfach mal eine Steintreppe hin. Das können wir natürlich, die Treppen und so. Und wie gesagt, auch die Leitern nach oben, wie wir überhaupt hier hinkommen. Das können wir dann später alles noch austauschen bzw. verfeinern. So, der hier muss natürlich 2 breit. Man nämlich hier an das Regal noch ran. Kommt man hier vorne auch ran. So, und jetzt müssen wir hier irgendwie noch hinkommen. Frage, wir könnten natürlich hier einfach komplett zuziehen, die Decke. Hier wieder einen runtergehen, auch hier drüben. So. Hier vor. Selbes Spiel wie eben. Da noch einer, so. Dahin, wobei das ist in dem Fall ein bisschen schlecht, weil wir hier gar nicht vorbeikommen. Ne? Wegmache, tropft es wahrscheinlich wieder. Obwohl, ist hier gar keine Tropfstelle scheinbar, das ist gut. Aber hier hinten irgendwo war eine, die müssen wir gleich noch bekämpfen. Die kleine Lücke können wir auch zumachen dann. Vielleicht noch ein paar Zäune oder so könnten wir hier noch hinbauen. Was meint ihr denn? Also, dass man hier nicht so ganz tief runterfallen kann im Endeffekt, wenn man mal beim Bücherlesen irgendwie nicht so genau guckt, wo man hintritt und einfach nur pam, liegt man da. Soll ja so nicht sein. Lampen mache ich auch ein bisschen höher noch. Oder einfach hier hin. Noch besser. So, dann können wir hier noch ein bisschen Licht machen. Ich mache, wie gesagt, jetzt einfach mal so ein bisschen querbeet, was mir gerade einfällt hier in der Bibliothek. Also immer gerne her mit all euren Vorschlägen, das wisst ihr ja sowieso. Noch ein bisschen Licht. So, sehr gut. Könnten wir... Ich überlege gerade, ob wir hier nicht die wieder wegmachen. Dann kann man nämlich hier auch gerade drüber gehen. Das ist vielleicht ein bisschen praktischer so. Und dann könnten wir die auch jetzt komplett 3 breit machen. Genauso wie ganz rechts. Schicker nochmal und das gleiche dann hier. So haben wir jetzt, finde ich, ganz gut hier Ebenen drin. Sollen wir den auch noch eins breiter machen? Okay. Jetzt ja halt auch 3 so. Diese Abstürze hier.
Treppe hinsetzen. Der, ja gut, der müsste 2 bleiben. Aber das macht ja nichts. Aha, da war die eine Tropfstelle eben. Vorne. Wir haben ja gesagt, es darf hier auf jeden Fall nichts reintropfen, weil, ihr wisst ja, Bücher und so, das ist schlecht mit Wasser. Können wir hier vielleicht einfach sowas hin. Oder blocken es mitten im Bücherregal. Das geht natürlich auch. Wir können natürlich hier einfach die Wand noch vollsetzen. Vielleicht mal vorsichtshalber die Fackel da lieber weg. Und vielleicht nochmal hier oben so Licht ein bisschen hin. Ist ja eh Licht. Hier nehme ich auch nochmal was und dann könnten wir das gleiche, obwohl hier wird es ein bisschen eng. Natürlich jetzt jeweils in die Mitte zwischen die Lichter noch ein paar setzen. Block. Auch. Hier auch. Ja, mittlerweile. Ein paar Bücher haben hier auf jeden Fall Raum. Ich habe es wie letzte Folge ja auch schon gesagt, jetzt extra nicht super hier alles genau gleich gebaut, also von wegen, dass es jetzt irgendwie symmetrisch alles ist. Aber das soll es ja auch nicht sein. Es soll durchaus ein bisschen verwirren, dass hier keiner genau, der sich nicht auskennt, eben die Bücher klauen kann oder sowas. Hier könnte man allerdings fürs Auge auch in die Mitte noch ein Licht machen. Hier quasi so fortsetzen eigentlich. Brauchen wir eigentlich keins, aber ich mache mal eins hin. Schlecht aus. So, ja, ich würde sagen, damit haben wir jetzt hier am Heiligabend mal so ein paar Ebenen schon mal reingezogen in die Schattenbibliothek. Wie gesagt, man erreicht zwar noch nicht von der einen Ebene die andere, außer durch Springen oder Fallen. Da müssen wir natürlich noch ein paar Treppen und Leitern dazwischen bauen, aber das machen wir dann in der nächsten oder übernächsten Folge, auch wenn Tommy mit dabei ist, weil wir dann auch direkt diese Schattenaktion machen können. Und ja, würde ich sagen erstmal, hier ist ja quasi so eine Art Tannenbaum. Im weitesten Sinne bleibe ich einfach mal stehen und über hier schmücken wir noch ein bisschen Licht da dran. So, jetzt ist ja auch Weihnachten in der Schattenbibliothek. Und ich wünsche euch einen sehr schönen Tag heute. Lasst euch schön beschenken vom Christkind oder vom Weihnachtsmann und habt einen schönen Tag mit eurer Family oder Freunden oder einfach Leuten, die ihr lieb habt. Oder wenn ihr einen alleine Weihnachtstag macht, dann wünsche ich euch auch dabei natürlich einen sehr schönen Tag. Und freue mich, wenn ihr dann morgen bei den Orks oder übermorgen hier bei den Alchis wieder dabei seid und sage mal bis dahin, tschüss.